Hallo und herzlich willkommen in einer neuen verregneten Woche mit uns. Genau. Wir haben gerade Tarifa verlassen Genau. Und sind auf dem Weg Richtung Marokko. Und eigentlich können wir es schon sehen, denn Marokko ist nur noch 14 Kilometer von genau hier entfernt. Und da unten ist auch die Straße von Gibraltar. Das heißt, wir gucken eigentlich schon seit ein paar Tagen die ganze Zeit Richtung Marokko rüber. Genau. Und heute ist der Tag, weil das Wetter ist richtig mühs an der kompletten Küste entlang. Genau. Valencia, Murcia, Almeria, überall. Es hat gehagelt, es hat gestürmt. Überschwemmungen, Sturmfluten, keine Ahnung, es war übel. Und auch bei uns hat es hier die ganze Zeit geregnet, aber Gott sei Dank vor Hagel verschont. Ja. So, jetzt wird es schon wieder stärker, der Wind wird stärker, der Regen wird stärker. Falls ihr neu hier seid, gebt uns gerne mal ein Abo, hilft uns dabei, weiterhin solche Videos zu machen. Und wir machen uns in diesem Video definitiv jetzt rüber nach Marokko. Also Freunde, in Spanien regnet es Hunde und Katzen. Mega das Video schön. Kommt jetzt tatsächlich eine anderthalb Wochen zeitverzögert genau. Raus. Das mal zur kurzen Info. Ihr habt ja bestimmt alle mitbekommen, was hier gerade aktuell oder was dann hier abging in Spanien im Land mit Überschwemmungen und so weiter. Und auch heute Nacht und auch jetzt gerade wieder. Es regnet ohne Ende. Allerdings haben wir nach der Wettervorhersage von Marokko geguckt. Oberer Teil ist noch ein bisschen verregnet für morgen, ansonsten eigentlich wieder Sonne, wobei es da ja auch wettertechnisch gar nicht wirklich gut aussah. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle für all eure Nachrichten und dass ihr so einen Gedanken mit bei uns wart. Also es war, hat mich total gerührt, fand ich mega, mega süß. Lieben Dank. Lieben Dank, aber ja, vor was jetzt hier insgesamt, aber auch in Spanien gerade passiert ist, also das geht einem schon auch nah. Ja, nichtsdestotrotz, es geht jetzt gar nicht mehr um Spanien und um Regen und Unwetter und so weiter. Es geht um die Überfahrt. Das ist so der erste Vlog für uns jetzt in Richtung Marokko, was wir schon seit langer, langer Zeit angekündigt haben. Genau. Und da geht es jetzt los. Wir stehen hier direkt am Fährhafen und Ticket wurde einmal jetzt kontrolliert. Und dann geht es gleich einmal ab auf die Fähre. Mal schauen, wie das alles so funktioniert. Ab auf die Fähre, ab nach Marokko. Von Carlos haben wir unter anderem diese Mappe hier bekommen, die ist richtig cool. Hier haben wir einen QR-Code, damit man weiß, wo man beim Hafen hin muss. Und lauter Bildchen, damit man weiß, wie sehen die Kontrollen aus, wie sieht die Abfahrt aus. Richtig cool. Gracias. So, wir sind angekommen auf der Fähre. Naja, ich habe schon schönere Fähren gesehen, vor allem in Norwegen. Naja, gut. Dann geht es eigentlich sofort zur Rezeption. Da gibt es dann die Einreisepapiere und die füllen wir jetzt gerade aus. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Dann wird, glaube ich, der Check-in von uns als Person hier auf dem Schiff noch gemacht und dann kommt separat nochmal der Wagen. Aber schauen wir, ich halte euch auf dem Laufenden. Junge, was ein Wetter! Aber immerhin schön glatter Ententeich, keinerlei Welle.
Ja, wie sollte es auch anders sein? Der Computer vom Zoll ist schon mal ausgefallen, hier auf dem Schiff. Das heißt, Personeneinreise in dem Sinne findet jetzt auch am Hafen statt. Also sehen wir uns am Hafen wieder. Der absolute Wahnsinn. Bevor wir überhaupt nach Marokko jetzt hier einreisen, wir saßen schon im Auto, mussten noch mal komplett raus. Alle, die hinter uns stehen, konnten auch nicht mehr weiter, weil es hieß nicht nur, der Computer ist kaputt. Auf einmal lief der anscheinend nach Marokko rein, kam wieder zurück mit dem Computer und hat alles fertig gemacht. Also stand alle Passagiere standen wieder da zum Einchecken. Also es ist unfassbar, wie wenig Sinn das macht. Und vor allem, wir stehen hier vorne, hinter uns stehen noch 50 Autos. Der Rest der Fähre ist leer. Also ohne Worte. Jetzt wird es nochmal richtig nice. Jetzt wird nochmal das Auto geröntgt. Das haben wir das letzte Mal in der Türkei erlebt. Richtig. Und natürlich in Marokko, ist ja klar. Wieder so. Mal gucken, was noch alles kommt. Also, Entertainment-Faktor ist auf jeden Fall da. Definitiv. Definitiv. Unser Fensterheber ist auf der Seite gerade kaputt gegangen. Elektrische Fensterheber. Geht nochmal runter, hoch oder was? So, naja gut, also das mit dem Scannen, das hat eigentlich alles ganz reibungslos funktioniert. Dann noch zweimal Check von den Passports. Ja, und dann fährt man hier im Endeffekt raus, bei immer noch miesem Wetter, miesem spanischen Wetter. Und hier gibt es lauter Banken und hier gibt es auch Invi. Und Invi ist eine Telefongesellschaft wie die Maroc Telekom, ungefähr gleiche Netzabdeckung anscheinend. Und so wie wir gehört haben, für 50 Euro Unlimited Internet. Schauen wir mal, ob wir das bekommen. So, wir haben ein bisschen Geld abgeholt. Genau. Weil hier ist alles voller Banken. Keine Ahnung welche. Es sind noch ein paar namhafte dabei. Ein paar Einheimische. Keine Ahnung. Jedenfalls 3 Euro Transaktionskosten. Genau. Da gibt es wohl die El Arid Bank. Die soll wohl angeblich kostenlos sein. Das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Vlogs irgendwann mal rausfinden. Genau. So, natürlich alle Deutschen erstmal gefangen im Internetshop. Ja, da sind ein paar Mädels. Die sind da ziemlich geschäftig unterwegs und so wie ich das jetzt gerade gehört habe, 30 Euro für 16 GB oder 50 Euro für Unlimited. Also nehmen wir natürlich Unlimited. So, keine Stunde im Land, schon das erste Mal in der Werkstatt. Was ist denn da los? Der erste Kontrollposten direkt nach der Fähre, will ich das Fenster runter machen, hört sich an, als hätte sich ein Seil aufgewickelt. So ein Scheiß, Mann. So, jetzt geht das Fenster nicht mehr runter, aber es hält noch nach oben. Jetzt sind wir hier gerade in Asila angekommen. Das waren wie viel, was? 70 Kilometer ungefähr? Ungefähr, sowas? Ja. Sowas in dem Dreh. Haben übrigens Maut von 7 Euro bezahlt. Ja. Bisschen was über 7 Euro. Auch echt kernig. Und dann haben wir hier eine Werkstatt gesehen gehabt. Da stehen komplette MAN und Crafter-Fronten komplett. Ich meine, okay, vielleicht haben die hier irgendwie einen Plan. Jetzt wollen wir mal kurz danach gucken lassen. Also schauen wir mal kurz die Verkleidung ab. Ja, plus dann kommt noch dazu, dass unser Radio spinnt. Und das Radio spinnt von der Software her komplett und die Servolenkung hat vorgestern gesponnen. Also das wird ja noch interessant. Und unser Navi ist komplett ausgestiegen, so, kennt ja Marokko nicht. Und meine Sonnenbrille, gerade der Bügel, habe ich ein Schräubchen verloren. Katastrophe. Die Schräubchen haben wir wiedergefunden. Genau. Junge. So, jetzt erstmal die Halbzeit hier rausholen. Ja. Was ist denn da los, ey? Kurzer Perspektivenwechsel, ich bin jetzt mal kurz nach hinten gegangen. Ja, also es scheint so, dass das Seil, diese Seilführung für die Fensterscheibe, für den Fensterheber gerissen, sich verhakt hat. So, jetzt, er hat aber gesagt schon mal jetzt, dass das Inshallah, also so Gott will, das heute wieder funktioniert. So,
Tatsächlich, wir sind extrem überrascht, weil man hatte uns gesagt, das Arabisch, was wir so von Ägypten her kennen, das würde uns wahrscheinlich hier nicht wirklich weiterhelfen. Aber tatsächlich ist es so, dass also jetzt gerade bei Invi, als wir eben gerade die SIM-Karte geholt haben mit unlimitiertem Internet, kostet übrigens 500 Dirham, also rund 50 Euro für einen Monat. Und auch jetzt hier hat uns tatsächlich unser Arabisch soweit weitergeholfen. Bin ich ganz happy drüber. So, jetzt einmal Daumen drücken, dass das jetzt hier gleich alles wieder schicki ist. So, ihr sagt ja immer, bei uns sieht es so ordentlich aus. Jetzt machen wir heute mal ein bisschen Chaos-Aufnahmen. Jetzt sieht es natürlich hier absolut chaotisch aus, weil wir das jetzt hier gerade alles ausgebreitet haben, um damit wir ja die ganze Türverkleidung abgekriegt haben. Also auch bei aller Greisen kann es mal so richtig chaotisch aussehen. Also das ist ja jetzt immer hier Wahnsinn. Das haben wir ja jetzt echt so mal gar nicht erwartet. Die erste Werkstatt wirklich, wo hier deutsche Wagen irgendwie oder halbe Autos davor, oder Fronten davor standen, sind wir mal stehen geblieben, mal nachgefragt. Und das Wort Malem habe ich jetzt ein paar Mal benutzt. Und das heißt im Endeffekt so viel wie von wegen, der einen Plan hat. Und der hatte echt einen Plan. Der hat den Motor rausgebaut, hat das Seil neu eingehängt unten. Dann hat es ein paar Mal ganz komisch gekracht. Aber es geht hoch und runter. Und jetzt, also das war bis hierhin jetzt absolut super. Jetzt kommt natürlich das Ding, dass wir natürlich nicht wirklich nach dem Preis gefragt haben. Anfängerfehler. Nach 15 Jahren arabischem Land. Anfängerfehler. Mal gespannt, was da jetzt passiert. Von wegen hier läuft nichts und hier wird nur beschissen und so weiter. Das ist der Malem übrigens. Das da ist der Laden. Also wenn ihr mal irgendwas habt, auf jeden Fall hier vorbeikommen. Links echt nett. Erst wenn ihr 20 haben, 20 Euro haben, nachher waren wir bei 5, also alles geil. Richtig cool. Wir sind happy. Fenster funktioniert wieder, jetzt geht's weiter. Sonnenbrille wieder rein. Alles wird gut. Ja, Gott sei Dank. Ja. Boah. Junge, Junge, erstmal ein ganz schön böser Start. Ja. Aber jetzt fügt sich alles wieder zusammen. Ja, und ich finde es so süß. Also es hat mich unheimlich an Ägypten erinnert. Total. Total. Mit dem Mechaniker war ich auch wieder voll am Start. Ja, es war direkt herzerwärmend, wie damals auch. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich nochmal eine Runde an den Strand gehen, muss ich eben noch die Anmeldung ausfüllen. Wo sind wir denn? Wie heißt es hier? Camping? Camping Asada. In? In Asila. In Asila. Genau. Das ist unser erster Stopp, weil es nicht ganz so weit jetzt auch von Tanga entfernt war, weil das hat sich ja alles extrem verzögert gehabt. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon kurz vor 5, weil die Fähre ist ja nicht pünktlich abgefahren und noch pünktlicher ist sie natürlich auch nicht angekommen. Kostencheck 8 Euro mit freiem Wi-Fi, mit Duschen, genau. Und ohne Strom. Genau, und ohne. Hier ist eine Rezeption, die irgendwie tot ist. Und das soll wohl irgendwie noch eine Küche sein. Sieht aber auch ganz schön verboten aus hier. Jo, naja Gott, was willst du für 8 Euro erwarten hier, gell? Salam! Da ist ein ganz netter Kollege hier, der weist so ein bisschen ein und erklärt ein bisschen was. Naja, erklärt halt ein bisschen was. Barbie-Style? Ja. Ist frisch geschnitten, ist sauber, gell? Es ist sauber, es ist frisch. Es sieht halt einfach nur wild aus, wie bei unserem damaligen Dive Master, dem Hamed. Der hat es auch so Ja, aber es ist basic, aber ich meine, es ist okay. Also ja, für 8 Euro die Nacht, Entschuldigung. Aber bei den Buben ist alles blau. Aber richtig blau, alles ist blau. Ja, dann kannst du die auch nicht verlaufen. Das scheint sogar heißes Wasser zu geben. Hier wurde auf jeden Fall an Blau nicht gespart, Freunde. Hier gibt es ja auf jeden Fall schon mal zwei Schalter. Einmal rot und einmal natürlich blau. Kommt jetzt hier warmes Wasser. Ich glaube, das ist warmes Wasser. Ein Knallerchen. Jo, keine Ahnung.
Das ist eher so zum Füßwaschen hier, oder? Nee, das ist ein Reibebrett. Das ist ein Reibebrett. Frag mich gerade, was ist denn das? Das ist jetzt Wäschewaschen oder was? Krass. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Einmal Toilette. Kassette. Use Campingcar. Kommt da dann. Bisschen anders da, als man es gewohnt ist. Aber passt schon. Alles gut. Leiden, Pech und Pannen. Das hat nämlich schon jetzt so ganz aufgehört. Nee. Ich wollte das Auto abschließen. Alarmanlage hat nicht funktioniert. Wir haben da aber auch 0,0 uns gedacht. Wir haben uns echt so viel Gedanken gemacht, weil es ja nun mal auch ein anderer Kontinent ist. Aber was so nebenbei bei uns läuft, ist einfach unsere Pandora, also unsere Alarmanlage. Und da haben wir uns halt gar keine Gedanken gemacht, dass die hier ja vielleicht nicht funktionieren könnte. Aber. Der Andreas von ACR. Limburg, genau. Ganz lieber Kerl, wenn ihr da mal irgendwas mit Alarmanlagen habt, könnt ihr da auf jeden Fall hin. Den haben wir angerufen. Mega. Und der hat uns weitergeholfen. Und der hat uns noch einen mega nicen Preis gemacht. Den dürfen wir allerdings hier nicht verraten. Einen mega nicen Preis. Weil er sich verbabbelt hat. Genau. Aber so ist er. Ja. Lieber Kerl, jetzt haben wir für einen kleinen, schmalen Taler doch noch ein Upgrade zum internationalen... Genau, für den Welttarif. Für den internationalen Welttarif, für die SIM-Karte halt im Endeffekt bekommen. Aber jetzt muss ich auch mal lobend erwähnen, dann habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich mit unserem Trackiwi? Hat ja auch eine Alarmfunktion mit drin und... Und auch eine SIM-Karte. Der Fabi hat ja damals gesagt, das funktioniert weltweit und tatsächlich, es funktioniert. Trackiwi weiß ganz genau, wo wir sind. Wir haben direkt nachgeguckt, es funktioniert. Zeig's mal in die Kamera. Ja. Da sind wir nämlich. Asila, da sind wir. Asila. Genau. Asila, wir sind am Strand. Genau. Und bei uns gibt es nämlich heute nicht mehr viel. Das war nämlich Aufregung genug für den ersten Tag, muss ich mal ganz klar sagen. Ja, wir ziehen uns jetzt nochmal hier ein bisschen in den Sonnenuntergang rein. Dann geht's zurück auf den safen Campingplatz. Da wird hoffentlich ordentlich geschlafen, weil die letzte Nacht hat es wieder gestürmt in Spanien und Regen ohne Ende. Und wir hatten 3 Trilliarden Mücken im Camper. Und Mücken. Boah. Mücken hatten wir auch noch. Egal, genug rumgejammert. Turbulenter Start fürs Video. Jetzt geht's ab mit Marokko und zwar so morgen ab richtig. Tschö! Einen schönen guten Morgen. Wir haben die erste Nacht ganz gut verbracht auf unserem Campingplatz. Und es hat alles soweit gepasst, bis heute Morgen der Muezzin anfing. Genau, der hat uns gerufen. Der hat uns aus dem Bett gerufen. Er hat uns wirklich aus dem Bett gerufen. Genau. Und dann sind wir aufgestanden. Ja. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg Richtung Medina, Richtung Altstadt von Asila und wollen uns da mal ganz kurz mal umschauen und mal so die ersten Eindrücke einfangen. Da wird jetzt noch nicht viel auf sein, weil es einfach noch viel zu früh morgens ist. Das stimmt. Aber wir wollen gar nicht so lange hier verweilen. Das war gestern einfach mal so unser erster Stopp. Genau, richtig. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles relativ fehlerfrei gelaufen. Der Rest, so die restliche Nacht über. Die Duschen heute Morgen waren tatsächlich knallheiß. Ja. Hatte ich tatsächlich gar nicht wirklich so erwartet, weil normalerweise läuft das Ganze dann oftmals über Solar. Genau. War aber super heiß, das war richtig gut. Dann wollte ich heute Morgen Morgenmagazin gucken. Area Code. Also, da war es dann folgendermaßen. ZDF lief gar nicht. Sky läuft gar nicht. The Zone läuft komischerweise. Und dann hat die Sandra noch so ein livestream.de.com gefunden und da laufen so die hauptnormalen Sender. Ja, und alles andere dann im Endeffekt über VPN. VPN-Tunnel. Da haben wir den Surfshark. Genau. Und damit funktioniert das eigentlich dann immer ganz gut. Selbst bezahlt, deswegen keine Werbung. Genau. Genau. Ja, und jetzt laufen wir mal nach da vorne. Man merkt schon, wir sind so ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Definitiv. Man muss sich wieder um mehr Sachen kümmern und halt nicht wie irgendwie in Europa, wo alles einfach mal so läuft. Ja. Aber so langsam grooven wir uns ein.
Ja, jetzt haben wir uns mal so einen ersten Eindruck von der Medina hier in Asila in Marokko geholt. Ist ganz anders als irgendwie erwartet. Das man ist merkt definitiv, man ist auf einem anderen Kontinent. Definitiv. Ja. Wir sind in Afrika. Ja, auf jeden Fall. Es haben leider noch alle Geschäfte zu, weil wir einfach viel zu früh sind. Aber es hat auch einfach, vom Licht her ist es jetzt richtig schön gerade. Ja. Ja, die Geschäfte haben jetzt aktuell alle noch zu. Aber wenn man hier einmal quer durch das Old Town läuft zur Medina, kommt man hier auf so einen Aussichtspunkt und der ist eigentlich super schön, vor allem hier unten so die Felsen und das Meer ist sehr, sehr schön. Alles noch sehr, sehr verschlafen, aber das gibt auch irgendwie gerade so den Flair. Genau. Ja, wir gehen mal so ganz, ganz langsam wieder zurück zum Camping. Ja. Das sollte jetzt hier keine ausgeprägte Shoppingtour geben oder so, einfach nur mal ein bisschen schauen. Genau. Also, lecker Tee mit Minze. Schwarzer Tee. Oh, finde ich ja super lecker. Dann habe ich, der kostet 1 Euro umgerechnet, Toast mit Ei. Was eigentlich sehr, sehr teuer ist. Genau, Toast mit Ei ist 2 Euro für die Portion. Und der Jens hat sich was, ich weiß noch nicht. Eigentlich habe ich gedacht, es gibt eine Rosinenschnecke. Aber da sind wir weit von entfernt. Ich weiß nicht so genau, was du da hast. Irgendein Küchlein, würde ich jetzt sagen. Ja. Sieht trocken aus. Sieht sehr trocken aus. Man sieht es auf jeden Fall sehr lecker aus. Dann habe ich nachgedacht, was das Wasser kostet, aber das war für umsonst. Ja. Das Witzige ist, dass auf dem Wasser auch ein Kaffee mit drauf ist. Gibt es den womöglich immer mit dazu? Vielleicht. Das ist auf jeden Fall so Amaretto-Style. So, wir sind zurück beim Bossi und jetzt geht's ganze 85 Kilometer weiter und zwar zum Nationalpark Merdia Cerca. Da sollen wohl jede Menge Zugvögel sein. Das sind wir ja auch und da müssen wir doch mal vorbeischauen. So, tanken ist ja auch immer so ein Ding im neuen Land und das machen wir jetzt gerade. Ich habe gesagt, wir lassen tanken, das ist ja auch ein schöner Service, aber ich muss trotzdem aussteigen, um aufzumachen. Stellt sich mal einer vor, ist aber gar kein Thema. Also, Sandra, aufpassen, dass du dich wieder korrigieren kannst. 1 Liter V-Power sind 12,17. Normaler Diesel ist 11,16. Also ist wir tanken natürlich V-Power und V-Power ist wie viel in Euro? Rund 1,22 Euro. Das ist doch mal schön, dann tankt man natürlich mal V-Power. Genau. Geben dem Auto mal was Schönes, Nettes. Übrigens gibt es auch BP und das sind noch so die einzigen richtigen namhaften, die wir bisher gesehen haben. Gibt es aber bestimmt noch mehr. So, jetzt tanken wir erstmal weiter. Oder lassen tanken. So, super, super geil. Windschutzscheibe auch noch sauber gemacht. Jetzt haben wir vollgetankt für wie viel? 80 Euro. Doch 80 Euro? Ja. Ups. Warum war das jetzt doch so teuer? Weil wir einen leeren Tank hatten. Und V-Power. Ja. Los geht's. Geile Musik, ne? Ja. Läuft bei uns. Sali, komm. Menge Störche. Ja, alles voll. Mega. In den Wiesen links und rechts sitzen sie auch überall noch. Mega. Zugvögel gefunden. Los geht's. Ja. Ja, als wir gestern das Problem hatten mit unserer Fensterscheibe, haben wir uns gefragt, ob es überhaupt Fiat hier im Land gibt. Und ja, Logo hängt zwar schief, aber nennt sich immerhin Genial Auto. Also Fiat Professional Werkstatt für alle Ducato-Fahrer. Ich bin bewaffnet. Wir gehen jetzt mal einkaufen. Yeah.
Kennen wir das? Das kennen wir aus Ägypten. Und in der Türkei gab es das auch. Stimmt. So lecker. Der ganze Supermarkt ist ja irgendwie, glaube ich, auch von der Türkei. Genau, den gab es. Den gab es zumindest in der Türkei. Ja. Bim. Bim. Erster Eindruck? Erster Eindruck, ich habe gedacht, es wäre günstiger. Definitiv, ja. Die Milch, die Liter kostet 1 Euro. Packung Nudeln sind allerdings 400 Gramm, sind 50 Cent ungefähr. Ein Glas Nutella, weil allerdings das große 4,50 Euro. Genau. Und insgesamt, vom Gefühl her, vom ersten Eindruck her, das kann ich jetzt natürlich noch nicht so richtig sagen, ja, ist es nicht so günstig wie erwartet. Definitiv nicht mehr. Ja. Auch Wurst und Käse? Relativ teuer, ja. Also im Verhältnis einfach. Ist aber noch nicht wirklich repräsentabel hier. Nee, das ist einfach ein kleiner Supermarkt. Genau. Jetzt, ja. Einfach mal so für den ersten Eindruck für uns. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, Mortadella, wie viel? 600 Gramm? Genau, 600 Gramm. Für 2 Euro? Richtig. Knaller. Ja. Allerdings habe ich mit genau diesen abgepackten Würstchen, die es ja hier überall gibt, ja, auch in Ägypten schon gewaltig ins Klo gegriffen. Ja. Naja, schauen wir mal. Für 2 Euro können wir es vielleicht mal probieren. Definitiv werden wir es probieren. Ja. Jeder mal mit den Fingern schön rein. Genau. Und einmal einfach rausgeholt und probiert, egal. Genau. Was an der Finger ist, völlig wurscht. Was kostet die Oliven? Das hätte ich jetzt rausfinden. Entweder ist das Kilo 4 Euro oder 100 Gramm 4 Euro. Das finden wir jetzt mal. Na, 100 Gramm 4 Euro kann jetzt sein. Genau. Und? Es ist tatsächlich das Kilo für 4 Euro. Ja, das war ja klar. Das heißt, das sind jetzt 60 Cent. Nice. Lecker. Kleiner Lifehack. Wenn ihr in einem Land seid und könnt die Sprache nicht, ich gucke dann immer nach dem Barcode und vergleiche das mit dem Preisschild, um zu gucken, was eigentlich der Preis dafür ist. Hier haben wir 350 Gramm Garnelen für 2,30 Euro. Ganz schön französisch angehaucht alles hier. Definitiv. Das sind so 4 Sandwichbrote, steht drauf, mit Mohn bzw. Sesam für 80 Cent und das für 70 Cent. Lecker. So, unsere Leckereien haben jetzt 9,50 Euro gekostet. Mir war nicht wahnsinnig viel. War nicht wahnsinnig viel, aber jetzt geht's endlich mal zum Stellplatz. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt mal noch. Wir sind hier irgendwo im Nirvana kurz vor Rabak angekommen und zwar im Campingplatz Le Hibou. Ja, Campingplatz, naja, ja, ist halt so ein Stellplatz, gell? Gibt's Wasser, kannst glaube ich auch entsorgen. Aber der Besitzer ist super, super, super freundlich, muss man sagen. Und hier wimmelt's vor Deutschen. Komplett deutsches Hoheitsgebiet hier mittlerweile. Ja, hier gibt's auch lecker Taschinen. Heute Abend werden wir eventuell noch eine kleine Taschine futtern. Jo, und haben eben schon Brot angeboten bekommen und einen Schei. Und ja, ganz nett eigentlich.
Ja, mit dem Kapitän haben wir nämlich auch schon gesprochen. Das ist nämlich der Sohn vom Chef hier. Und der fährt uns nachher sehr wahrscheinlich nochmal hier raus in diese große Lagune, wo es jede Menge Zugvögel geben soll und vor allem auch Flamingos. Die ganze Tour dauert irgendwie so 1,5 Stunden und kostet 10 € pro Person. Dann hoffen wir mal, dass wir danach auch noch eine Taschine kriegen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Ja, 5 Sterne. 5 Sterne hier. Hier Klo, schön sauber, einwandfrei. Super. Gibt's hier noch eine Dusche? Wo ist die Dusche? Dusche, naja, könnte mal durchgeputzt werden, sonst geht's. Welcome to Marokko. So, Mademoiselle Monsieur. Sandra. So, ich habe mal mit dem Kapitän hier gesprochen. Mega. Jo, 10 Euro pro Nase. Mhm. Und der würde nachher mit uns rausfahren. Hoffentlich dann auch alleine. Ja. Zum Sonnenuntergang. 5, 6, 1,5 Stunden dauert die Fahrt. Oh, das wäre ganz toll. 6, das wäre dann 6, das wäre dann 7. Und um 7, 8 geht die Sonne unter. Das würde eigentlich gar nicht schlecht, gell? Oh ja, da freue ich mich. Spezial. Ein Lake Grande, hat er gesagt. Grande? Kebir, groß also. Groß. Wir quatschen also alles, was wir so... Alles durcheinander. Wagen verkleinert? Ja, Wagen verkleinert. Los geht's zum Flamingos? Ja. Hast du schon gesehen, im Fernglas? Oh, echt? Jo. Hier sieht's ja wüst aus, so. Kommt mir alles bekannt vor. Assalamualaikum. So, und jetzt geht's los. Wir sind tatsächlich alleine. Dieses Gebiet und diese Lagune ist seit 1974 im Naturschutzgebiet. Und hier halten sich unter anderem unsere Zugvögel im Winter auf. Schauen wir mal, was wir alles sehen. Ja, die Flamingos und wir. Eine richtige Aufnahme, richtige Nahaufnahme habe ich irgendwie in 3 Jahren bisher nicht hinbekommen. Weil das Teleobjektiv fehlt. Willst du machen? War trotzdem schön. So, ihr Lieben, das war jetzt mal ein Happy End von unseren ersten Tagen hier in Marokko. Genau. Schon Wahnsinn. Ja, nachdem sie ein bisschen holprig angefangen hat, war das jetzt so richtig, richtig cool. Also unser erster Eindruck von diesem Land ist einfach mega, auch von den Menschen. Wir sind sehr, sehr positiv überrascht. Ja, absolut. Ja, und vieles hat sich dann doch noch gefügt.
nach den ersten anfänglichen Schwierigkeiten, die wir so hatten, gell? Genau. Und vieles erinnert, wir wollten es eigentlich gar nicht sagen, aber so vieles erinnert uns hier wirklich an Ägypten, obwohl das ja eigentlich mal komplett auf der Ostseite Afrikas ist. Genau. Es fühlt sich aber auch nicht so wahnsinnig an wie Afrika. Es fühlt sich mehr an wie Marokko. Genau. Oder Ägypten. So, ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns an Land wieder. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir zurückkommen, weil der Liebe hier, der Sohn von Khaled, hat nämlich gerade bei der Mama noch eine Taschine für uns bestellt. Genau. Das heißt, jetzt müssen wir mal zurück. So sieht's aus. Bis dahin sagen wir tschüss. Ciao.